Hier habe ich einen Tresor, hier den Schlüssel. Der Schlüssel funktioniert. Ich mache den Tresor auf. Ich zeige hier noch, dass ein Bolzen ist vorhanden und der sperrt auf. Ja. Und jetzt machen wir den Tresor zu. Schlüssel raus, Schlüssel lege ich hier hin und Tresor ist zu. Ja. Tür geht nicht mehr auf. Und jetzt schauen wir mal, wie wir den aufmachen. Hier habe ich schon ein Loch gebohrt. Da kann ich euch leider nicht sagen, wo genau, aber das ist mein Loch, wo ich die Vorrichtung spannen werde mit einem Federstahldraht. Der kommt hier rein. Jetzt kann ich die Vorrichtung spannen. Hier habe ich mir so einen professorischen Schlüssel gebastelt. Und damit müsste ich den Tresor eigentlich öffnen können.